Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Engagierte, wir sind im Thema virtuelle Mitgliederversammlung eine Option auch nach Corona? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe mir eingeladen, Sonja Eichwede, Mitglied des Deutschen Bundestages, in Bremen geboren. Ich darf vorwegnehmen, es sind nur Juristen in dieser virtuellen Runde. Insofern brauche ich das, glaube ich, bei jedem Einzelnen nicht noch einmal gesondert erwähnen. So auch bei Sonja Eichwede, die selbst bis zum Jahr 2021 Richterin war. Dieses Amt ruht gerade, da sie, wie gesagt, im Deutschen Bundestag tätig ist, seit 2021 für den Wahlkreis Brandenburg an der Havel und Umgebung, möchte ich mal sagen, rechtspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion ist und man darf auch sagen, ausgebildete Jugendleiterin in der evangelischen Kirche. Vielen Dank, dass du da bist. Ich mache weiter bei Benny Volkmann, der selbst auch eine lange Karriere, darf man so sagen, im Ehrenamt hat, mittlerweile im Vorstand der Deutschen Sportjugend sitzt und im Hauptamt Geschäftsführer des FC Bayern e.V. ist, FC Bayern München e.V. Genau, vielen Dank, dass du da bist. Weiter mache ich mit Professor Jan F. Orth, der in der Stadt Frechen aufgewachsen ist und Richter am Landgericht in Köln ist, Mitherausgeber der Zeitschrift Sport und Recht, Geschäftsführer der Forschungsstelle Sportrecht und seit 2017 Honorarprofessor an der Universität Köln. Schön, dass du da bist. Weiter mache ich mit Dr. Hendrik Pusch, der in Leipzig geboren ist, Rechtsanwalt seit 2004 ist, verschiedene Lehraufträge unter anderem im Bereich der Non-Profit-Organisationen hat, Justizial lange Jahre des Landessportbundes Sachsen war und in gleicher Funktion, darf man sagen, jetzt auf Bundesebene im Deutschen Olympischen Sportbund tätig ist. Lieber Hendrik, schön, dass du da bist. Dann darf ich weitermachen mit Nadine Schön, die ihren Wahlkreis, so darf man sagen, im schönen St. Wendel im Saarland hat. Ebenfalls Bundestagsabgeordnete, man darf dich, glaube ich, Digitalpolitikerin nennen, da du ja auch für die digitale Agenda der CDU-CSU-Bundestagsfraktion tätig bist und dort auch stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und damit darf ich auch nicht zu viel verraten, wenn ich sage, dass du auch lange Jahre Mitglied im Stiftungsrat der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt warst. Und genau. Und last but not least, lieber Dr. Michael Weiß, schön, dass auch du da bist, Rechtsanwalt und Partner der internationalen Anwaltskanzlei Allen & Overy in Frankfurt. Mit dem Schwerpunkt bist du tätig im Gesellschaftsrecht, aber nicht nur das qualifiziert dich hier für die Runde, sondern du warst selbst auch ehrenamtlich in verschiedensten Funktionen im Bereich des Sports und des Ehrenamtes unterwegs und unter anderem im Deutschen Turnerbund. Deswegen freue ich mich auch, dich hier begrüßen zu dürfen. Und zu meiner Person selber, ich bin im Vorstand der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt, die auch Mitausrichter dieses Digital Social Summit ist. Und deswegen freue ich mich auf die Runde hier gemeinsam zum Thema virtuelle Mitgliederversammlung. Lieber Jan F. Orth, wenn ich dich einmal anfänglich fragen darf, uns gegebenenfalls einmal die aktuell bestehende Rechtslage rund um das Thema virtuelle Mitgliederversammlung darzustellen, dann möchte ich hiermit an dich übergeben. Vielen Dank. Zunächst auch ein herzliches Hallo an alle Teilnehmenden. Es ist natürlich immer gefährlich, einen Lehrenden um eine Darstellung zu bitten. Ich will mich aber bemühen, es für dieses Forum entsprechend knapp zu halten. Also digitale Mitgliederversammlung, was geht nach der momentanen Rechtslage, die Lege Lata? Da müssen wir erstmal unterscheiden, welche Möglichkeiten der Mitgliederversammlung es gibt. Wir unterscheiden da rechtlich zwei Formen. Das ist einmal das klassische Präsenzmeeting, also die Mitgliederversammlung, wie es das historische BGB verstanden hat. Wir treffen uns, sitzen zusammen, stimmen ab. Und dann, ich glaube, heute würde man sagen, das Hybrid-Meeting, also eine Kombination aus Präsenz- und Online-Veranstaltung. Die rechtlichen Voraussetzungen sind jeweils unterschiedlich und auch da müssen wir zwei Szenarien unterscheiden oder drei. Einmal die gegenwärtige Rechtslage wegen des Covid-Folgenabmilderungsgesetzes. Dazu komme ich am Schluss nochmal. Aber ganz grundsätzlich habe ich eine Satzungsermächtigung für eine solche digitale Form oder habe ich sie nicht. Wenn ich ohne Satzungsermächtigung unterwegs bin, ist heute die herrschende Meinung, dass ich jede Form der ergänzenden Online-Teilnahme an Mitgliederversammlungen ohne weiteres durchführen kann. Das soll einem funktionalen Versammlungsbegriff
entsprechen, der den Mitgliedern die Teilhabe an der Mitgliederversammlung ermöglicht. Eine Minderung der Rechte der Mitglieder liegt nicht vor, weil sie die freie Entscheidung hat. Gehe ich zur Präsenzveranstaltung, nehme ich meine Rechte so wahr, wie das die Satzung vorsieht. Wenn ich das nicht möchte, kann ich immerhin digital teilnehmen. Was, und das ist wohl auch ganz herrschende Meinung, nicht funktioniert ohne Satzungsermächtigung, ist die ausschließliche Online-Mitgliederversammlung. Also wenn die Online-Veranstaltung komplett die tatsächliche in Präsenz stattfindende Mitgliederversammlung ersetzen soll und ich keine Satzungsermächtigung habe, geht das ganz grundsätzlich nicht. Zweiter Anwendungsfall, ich habe eine Satzungsermächtigung und die Satzungsermächtigung sieht vor, eine ausschließliche Online-Mitgliederversammlung, das wird heute nach ganz herrschender Meinung auch für zulässig gehalten. Das kann man in der Satzung regeln. Da wird im Einzelnen nur diskutiert, wie weit das gehen kann, wie weit ich da die klassischen Mitwirkungsrechte der Mitglieder, etwa Auskunfts- oder Fragerechte, beschränken kann, die ich ja in einer Präsenzveranstaltung zumindest auch nicht ohne weiteres beschränken kann. Also Grundsatz hier, mit Satzungsermächtigung geht es. Eine Frage, die uns aber heute wahrscheinlich auch beschäftigen wird, ist die Frage, was machen Vereine, die eine solche Satzungsermächtigung noch nicht haben? Können sie eine schaffen? Und das ist eine Rechtsfrage, die streitig ist, das Lieblingswort aller Juristen. Da sagt die herrschende Meinung, ja, ganz herrschende Meinung sagt, ja, das geht. Eine verschwindend geringe Mindermeinung sagt, nein, das geht überhaupt nicht. Das BGB geht in Paragraphen 32 der Mitgliederversammlung von einer Präsenzveranstaltung aus. Vertritt niemand, der ernsthaft bei Sinnen ist. Aber und im Rahmen der herrschenden Meinung, dass man eine solche Satzungsermächtigung schaffen kann, gibt es zwei Lager. Die einen sagen, ja, das geht. Ich kann das herbeiführen wie jede Satzungsänderung, nämlich nach dem Dreiviertelquorum, das das BGB dafür vorsieht, oder wenn es ein anderes Quorum für eine Satzungsänderung in der Satzung gibt, danach. Und die Wohlmindermeinung sagt, das ist eine Veränderung, die so beschneidend ist für die Mitgliederrechte, dass das nur im Einstimmigkeitsprinzip durchgesetzt werden kann. Also Grundsatz hier, ich kann auch nachträglich, wenn ich sie bislang nicht in meiner Satzung habe, wohl nach herrschender Meinung mit einer Mehrheitsentscheidung sie einführen. Das ist allerdings umstrittener als alle anderen Rechtsfragen, die ich da dargestellt habe. Wie ist die Rechtslage im Moment? Sie ist ganz einfach und sehr praktisch. Es gilt nämlich Paragraph 5 des Covid-Folgenabminderungsgesetzes. Das ermöglicht bis, glaube ich, derzeit noch zum 31.08.2022 die ausschließlichen Mitgliederversammlungen ausschließlich als Online-Veranstaltung durchzuführen. Das war von mir der kleine Überblick zur aktuellen Rechtslage. Ja, vielen Dank, lieber Jan. Ich habe da eine Frage. Also im Prinzip kann man sagen, bis 31.08. alles okay. Und danach kommt dann wahrscheinlich die ein oder andere Streitfrage auf. Unter anderem habe ich gehört, die Vereine können sich ja in ihrer Satzung einfach die Regelung reinschreiben. Und dann haben wir mehr oder weniger klare Rechtslage. Lieber Henrik, du hast den Überblick über 90.000 Sportvereine. Wenn jetzt der Jan sagt, ändert doch einfach eure Satzung, dann ist doch alles okay. Wird das passieren? Ich würde sagen, es wird nicht nur passieren, es passiert schon und es ist schon passiert. Und da muss ich von meiner Seite aus sagen, zunächst muss man den Gesetzgeber loben, dass er doch auf die Sondersituation, die vor 2 Jahren eingetreten ist, relativ schnell mit einer Verordnung reagiert hat, die in ihrer Form sehr gut umsetzbar war durch die Vereine. Sie war sehr praxisnah. Das kann man ja nicht von jeder Verordnung oder jedem Gesetz behaupten. Aber das, was hier an den Start gebracht wurde, war gut umsetzbar. Und die Erfahrung, die wir jetzt mit vielen Vereinen gemacht haben, wenn sie genau das, was empfohlen wird, nämlich hier die Regelung, um sie für einen längeren Bestand dann auch zu gewinnen, in die Satzung zu übernehmen,
Wenn das umgesetzt wird, dann ist unsere Erfahrung die, dass bei einer Großzahl und weit überwiegenden Anzahl der Vereinsregister hier auch diese Neuregelung anerkannt wird und eine Eintragung passiert. Das ist eher selten der Fall, dass es dort zu Streitigkeiten kommt. Und wir haben auch jetzt noch keine obergerichtlichen Urteile, die wir zugrunde legen könnten für eine allgemeine Formulierung, wo wir sagen, so könnt ihr eine Satzungsklausel überhaupt nicht gestalten, dann wird sie nicht eingetragen. Natürlich sind die Rechtspfleger in ihrer Beurteilung von einzelnen Klauseln sehr heterogen, aber wir haben, wie gesagt, durchweg positive Erfahrungen aus den Sportvereinen momentan gehört, wenn sie versucht haben, hier diese Regelungen, die Jan gerade sehr gut zusammengefasst dargestellt hat, versucht haben, in die Satzung mit zu übernehmen, um eben eine längerfristige Wirkung zu erzielen, als es bisher eben greift. Wir haben zwar den 31. August, der momentan den Schlusspunkt setzen wird für die Corona-Sonderregeln, aber es gibt ja schon einen Referentenentwurf, der das nochmal verlängert bis Ende des Jahres. Kommen wir gleich, gucken wir uns erstmal vielleicht die faktische Lage an. Also reden wir tatsächlich, dass die Online-Mitgliederversammlungen genutzt werden. Wie würdest du das einschätzen von deinen Vereinen? Nutzen die die Möglichkeit der Online-Mitgliederversammlung oder reden wir über Dinge, die zwar schön im theoretischen Raum diskutiert werden können, aber faktisch nicht Anwendung finden? Nee, sie werden sehr umfänglich genutzt und auch nicht nur von Vereinen, wo junge Leute am Start sind, sondern durchweg durch die Bank, je nach Altersstruktur in den Vereinen, auch dort, wo Vorbehalte erstmal vor der Technik bestehen, muss man sagen, wenn sie einmal durchgeführt und umgesetzt wurde, sind die Erfahrungen doch generell sehr positiv, dass so ein Mittel auch als ein Mittel der Wahl handhabbar ist. Soll natürlich nicht die real existierenden Versammlungen ersetzen. Hast du einen Überblick darüber, wie viele Vereine tatsächlich die Möglichkeit der digitalen Mitgliederversammlung in ihrer Satzung stehen haben? Oder wenn du eine Wertung abgeben müsstest, wie viele sind das ungefähr? Und wie viele haben sich tatsächlich auf den Weg gemacht? Also vor dem Hintergrund der Anfragen, die uns erreicht, muss ich sagen, mit dem Thema befassen sich sehr viele Vereine. Wie viele es dann letztendlich umgesetzt haben, da wage ich keine Prognose abzugeben. Aber es ist eine Großzahl der Vereine, die sich mit diesem Thema auseinandersetzt, gerade auch vor der Ungewissheit, wie lange die aktuelle Lage anhält und wie lange die Verordnung in der Form noch bestehen bleibt. Gehen wir mal rüber zu einem Verein. Lieber Benni, ihr habt ja, durfte man ja auch nachlesen, Erfahrungen sammeln dürfen mit dem Thema digitale oder Online-Mitgliederversammlung im Verein. Wie schätzt du das ein? Hat euch das geholfen? Welche Erfahrungen durftet ihr oder könnt ihr mit dem Thema digitale Mitgliederversammlung, welche Erfahrungen habt ihr gesammelt? Ich fange erstmal mit dem Einfachen an. Erstmal auch vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass wir aus der Praxis, Wissenschaft und Politik hier zusammenkommen, um so ein wichtiges Thema zu diskutieren, das auch, man glaubt es kaum, den FC Bayern tief im Herzen betrifft. Du hast es gerade angesprochen, unsere letzte Jahreshauptversammlung hat ja auch für einige Schlagzeilen gesorgt. Und Hendrik, da muss ich dir widersprechen, unser Satzungsänderungsantrag wurde abgelehnt von den Mitgliedern. Das hat nicht, da ging es nicht im Kern um die digitale Mitgliederversammlung, aber wir hätten sie, haben sie beantragt und sie ist unter anderem nicht mit durchgegangen. Vielleicht erst nochmal in kleineren Abteilungen bei uns oder in kleineren Vereinen mag das alles sehr gut funktionieren. Und wenn ich jetzt auf die Großvereine schaue, natürlich mit uns an der Spitze mit knapp 300.000 Mitgliedern, aber auch andere Bundesligisten, das mögen nur ein paar Vereine sein, die aber natürlich unheimlich viele Mitglieder im Sport umfassen. Da wird's dann schon schwierig in der Umsetzung. Da schauen wir mit viel Neid ins Aktienrecht, wo die Dinge sehr klar geregelt sind, wenn es um Rederecht geht, um Partizipation, um Beteiligung. Michael, da wirst du vielleicht was zu sagen können. Da gibt es ja, glaube ich, auch aktuellen Referentenentwurf. Und insofern ist es so ein zweigeteiltes Schwert. Und was wir uns natürlich wünschen würden, wären insgesamt vereinsrechtliche, nennen wir es mal, Optimierung oder Anpassungen auch gerade an die Zeit, aber auch für Großvereine, um hier gute Lösungen zu finden. Wir selber haben uns bewusst gegen eine digitale Versammlung entschieden. Wir hätten es ja machen können oder können es auch noch bis zum 31.8., weil wir gesagt haben, aus der Tradition unserer Versammlung heraus ist gerade die Debattenkultur vor Ort
unheimlich wichtig, um halt auch die Emotionen zu spüren und auch ein besseres Gefühl für die Dinge zu bekommen. Deshalb freue ich mich auf die Diskussion heute, weil genau irgendwo in der Mitte liegt wahrscheinlich die Wahrheit und wichtig ist, glaube ich, am Ende, dass der Gesetzgeber auch die Möglichkeiten so schafft, dass die Vereine Teilhabe und auch digitale Teilhabe möglich machen können und die Vereine dann letztendlich auch selber entscheiden können, was sie umsetzen wollen und was nicht. Lieber Michael, angesprochen und wahrscheinlich gar nicht zu viel verraten, wenn ich hier den Koalitionsvertrag zitiere, der steht, den aktuell geltenden auf Bundesebene: Wir ermöglichen dauerhaft Online-Hauptversammlungen und wahren dabei die Aktionärsrechte uneingeschränkt. Ist es tatsächlich so, dass ich sag mal, mit die Vereine jetzt mit ein wenig Pipi in den Augen auf die Aktiengesellschaften gucken müssen? Und wie ist da die Lage und die Entwicklung? Und was heißt das auch für die Vereine? Ja, ich bin da ganz bei Hendrik Pusch. Wir waren alle überrascht, wie schnell der Gesetzgeber auf die Pandemie reagiert hat. Das war nur vor ziemlich genau 2 Jahren auch absolut notwendig. Mitte März kam der Lockdown. Und die HV-Saison bei den Aktiengesellschaften ist ja gerade so Mai, Juni. Da müssen die Einladungen jetzt in dieser Zeit geschrieben werden. Von daher, da waren wir überrascht. Das, was da auf den Weg gebracht wurde, war auch wirklich praxistauglich. Das hat funktioniert. Ich habe viele Hauptversammlungen betreut. Das gab keine größeren Probleme. Seitdem ist aber viel Zeit ins Land gegangen und die Diskussion nur relativ langsam vorangekommen. Wir haben jetzt einen Referentenentwurf, wie das bei den Aktiengesellschaften ab dem nächsten Jahr aussehen soll. Fürs Vereinsrecht haben wir das noch nicht. Da in der Tat kann man etwas neidisch draufschauen und da wäre es dringend erforderlich, dass da schnell was auf den Weg gebracht wird, um Rechtssicherheit zu bringen. Denn natürlich kann man sagen, passt doch eure Satzung an, aber worauf soll ich sie denn anpassen, wenn ich noch nicht weiß, wie die Gesetzeslage sein wird? Auch bei den Aktiengesellschaften stellt sich genau dieses Thema. Wir haben im Moment einen Referentenentwurf vorliegen. Ich kann meinen Mandanten nicht raten, auf der Grundlage eines Referentenentwurfs irgendwas in die Satzung reinzuschreiben, was sich dann im parlamentarischen Verfahren ja noch ändern kann. Also da müssen wir jetzt aufs Gas drücken, sonst stehen wir nächstes Jahr wieder genauso da wie in diesem Jahr. Es gibt zum Glück im Aktienrecht eine Übergangsvorschrift, die sagt, ich kann im nächsten Jahr, also 2023, nochmal eine virtuelle HV machen, um dann die notwendigen Anpassungen auf die Gesetzeslage zu machen. Aber das verschiebt das Thema natürlich noch ein Jahr weiter. Also so eine Übergangsvorschrift fände ich auch im Vereinsrecht dringend erforderlich, dass man im nächsten Jahr dann auf der Grundlage eines Gesetzes das Passende in die Satzung des Vereins reinschreiben kann. Und vielleicht nochmal, um den Vergleich auch zu ziehen, natürlich, Aktiengesellschaften, die haben meistens einen großen Apparat dahinter, intern wie externe Berater, die sich darum kümmern. Die technischen Hürden und auch die rechtlichen Hürden, das dann so abzusichern, dass dann nicht lauter Streitigkeiten hinterher rauskommen, das stellt uns alle noch vor große Herausforderungen. Im Aktienrecht ist da jetzt ein fein ziselierter Katalog vorgeschlagen. Wer darf wann fragen? Wer kann Nachfragen stellen? Wie ist das mit Anträgen und, und? Da liegt, glaube ich, in den Vereinen noch einiges an Beratungsbedarf vor uns. Und wenn ich dich jetzt nach einem Best Practice frage für die Vereine, und wir haben ja hier auch Abgeordnete mit im Raum, die letztentscheidend dann dafür tätig sein müssten, müssten die einfach Copy-Paste machen aus den Regelungen des Aktienrechts, um sie auf die Vereinsebene zu übertragen? Oder müsste man da an der einen oder anderen Stelle durchaus nochmal drauf gucken? Die Situation ist ja ein bisschen anders. Eine Aktiengesellschaft, die gehört den Aktionären, die sind Eigentümer der Aktiengesellschaft und müssen daher in ihren Rechten noch stärker geschützt werden als Mitglieder, die zwar ihre Beiträge zahlen, aber letzten Endes ein Stimmrecht in der Mitgliederversammlung, in der politischen Willensbildung haben, aber die nicht Eigentümer des Vereins sind. Gleichwohl ist natürlich der Schutz der Mitgliedschaftsrechte nicht zu unterschätzen. Und ich glaube schon, dass es da sinnvoll ist, mal ins Aktienrecht reinzuschauen. Vieles, was da allerdings drinsteht, wird bei kleinen Vereinen nicht darstellbar sein. Wenn ich an meinen Heimatverein mit 750 Mitgliedern denke, da irgendwie ein System aufzusetzen, dass 4 Tage vorher Fragen eingereicht werden können, dass man vorab irgendwelche Videobotschaften aufnehmen kann, die dann in der Mitgliederversammlung abgespielt werden, das alles ist nicht praxistauglich. Da ist es wichtig, dass der gesetzliche Rahmen so viel Flexibilität erlaubt, dass er zwischen meinem zitierten Heimatverein und Bennys Verein mit 300.000 Mitgliedern die Möglichkeiten schafft, das an die Praxis anzupassen.
So, der politische Willensbildungsprozess ist schon mehrfach angesprochen worden. Liebe Nadine Schön, kann man ja ein Stück weit die Blumen weiterreichen für die schnelle Reaktion damals. Welche Erfahrungen habt ihr damit gesammelt? War das tatsächlich so durchweg positiv oder gab es auch, ich sag mal, kritische Stimmen? Wie ist deine Erfahrung und hat das tatsächlich auch zur Förderung des Engagements, von dem wir auch ausgehen müssen, dass das schwierig ist in Corona-Zeiten, hat es dazu beigetragen oder war das, wie soll ich sagen, ein Tropfen auf einen heißen Stein? Ich denke, die Erfahrung, die wir alle gemacht haben, ist, dass es funktioniert hat und zwar interessanterweise auch auf den unterschiedlichsten Ebenen, natürlich mit mehr oder weniger Ruckeln im Vorfeld. Aber das Entscheidende hat Herr Pusch gesagt mit dem Satz, wenn es erstmal durchgeführt wurde, dann. Weil viele sich eben schwer tun, es tatsächlich zu machen. Die Pandemie hat eben viele dazu gezwungen, es zu machen. Und danach waren viele begeistert, dass es dann doch nicht so schwer war, dass es am Ende vielleicht doch mehr Teilhabe ermöglicht hat, statt weniger Teilhabe. Und damit die Befürchtungen und Vorurteile, die man so herkömmlich hat, durch einfach das Machen und Ausprobieren oder machen müssen in dem Fall, sich dann erledigt haben. Und deshalb würde ich dem total zustimmen, was meine Vorredner gesagt haben, dass man die Möglichkeiten schaffen sollte, weil der eine Verein einfach nicht mit dem anderen vergleichbar ist. Und das Ziel auch der Stiftung und auch von uns ist es ja, Ehrenamt zu ermöglichen, Engagement zu ermöglichen und da den Leuten nicht Steine in den Weg zu legen, sondern Möglichkeiten eröffnen, das muss doch unser Ziel sein. Und ich habe den einen Verein vor Auge, der besteht aus vor allem Studenten, die machen so, die werben für eine Typisierung bei der DKMS oder bei anderen, die sich für so Knochenmarkspende einsetzen. Ich meine, das sind alles Studenten, die sind digital vernetzt, sie sitzen aber in ganz Deutschland verteilt. Für die ist das wahnsinnig wertvoll, wenn die weiterhin ihre Mitgliederversammlungen rein digital durchführen können. Und dann habe ich den Kegelclub bei mir im Ort. Naja, für den ist es halt ein totaler Aufwand und für die ist es besser, ab nächstes Jahr nochmal in der Kneipe zusammenzukommen. Und dazwischen gibt es eine ganze Bandbreite. Ich glaube, man muss gucken, dass man es nicht, also dass man immer noch Hilfestellung gibt, aber dazu ist ja dann eben auch die Stiftung etwa da, die so die Standardfälle rausarbeitet und sagt, also für 90% der normalen Vereine ist das, Felix, für 90% der normalen Vereine würde ich das und das Vorgehen empfehlen und dann sind die auch dankbar, wenn sie die Hilfestellung bekommen und das führt dann eben auch zu mehr Engagement und damit ist deine Frage beantwortet. Ich habe mehr Engagement gesehen und auch teilweise einen echten Stolz, wenn so ein Verein das dann tatsächlich auch geschafft hat, das rein digital durchzuführen. Jetzt kam ja, du hast es ja so ein bisschen angedeutet, man müsste jetzt die Möglichkeiten schaffen, dass das auch weiterhin zur Kenntnis nehmen, dass Ende August die Regelung ausläuft. Und der Jan F. Ort hat es ein Stück weit skizziert, was dann an Fragestellungen aufkommen werden. Was wäre denn dein Wunsch beziehungsweise deine Herangehensweise, was denn jetzt der Gesetzgeber tun kann? Du bist ja Teil des Ganzen. Um da eine Rechtslage zu schaffen, wo die Vereine nicht mit weinenden Augen Richtung Aktienrecht schauen? Naja, im Prinzip hat ja die Regierung alle Möglichkeiten in der Hand, jetzt schnell die Voraussetzungen zu schaffen, dass wir auch in allen Bereichen eine Rechtssicherheit haben. Das würde ich unterstützen. Ich glaube, da würden jetzt auch von unserer Seite keine Steine in den Weg gelegt werden, aber vielleicht kann da Frau Eichwiede noch mal mehr zu den aktuellen Diskussionen innerhalb der Koalitionsfraktionen und der Bundesregierung sagen. Mein Eindruck ist, und das bestätigt ja auch dieses Panel, da gibt es eine große Offenheit in der Community bis hin zu einer Erwartungshaltung. Ich bin dann immer dafür, eher Möglichkeiten zu eröffnen, als welche zu schließen. Und da wäre aber dann jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür. Das ist quasi fast schon eine Brücke, eine Anmoderation für Sonja Eichwiede, die ich natürlich gerne genau diese Frage auch stellen möchte. Welche Regelungen vielleicht angedacht sind, welches Problembewusstsein da vorhanden ist und was ihr ein Stück weit in der Fraktion, in der Regierung im Hinblick auf dieses Thema vorhabt?
Ja, danke für die Frage. Zunächst wollte ich auch nochmal sagen, also auch von mir aus, es geht ja um eine Barrierefreiheit in beide Seiten inzwischen. Man hatte zunächst so ein bisschen Sorge tatsächlich davor, das digital durchzuführen. Als man das erste Mal gemacht hat, hat man gemerkt, es klappt. Und wichtig ist ja gerade im Ehrenamt, so viele Leute wie möglich mitzunehmen und die Beteiligung eben zu ermöglichen, was heute ja nicht nur durch tatsächliche Versammlung, wo sich alle sehen, der Fall ist, sondern eben auch gerade dadurch die digitalen Möglichkeiten eben zu haben und zu eröffnen. Von daher halte ich es auch für sehr wichtig, hier rechtliche Änderungen vorzunehmen. Ich glaube, so von der Eingangsfrage, die Änderungen, die wir haben, verlängern für die Zeit der Pandemie. Ja, danach bräuchten wir eben konkrete Regelungen, dann wahrscheinlich im BGB in der Folge von Paragraph 32. Aber die Offenheit ist dafür da und wir diskutieren es an. Wir sind noch nicht so weit, es wurde ja auch gesagt, wie im Aktienrecht, wo wir eben eine konkrete Passage im Koalitionsvertrag dazu haben. Das heißt aber nicht, dass das Thema nicht weiterhin auf dem Schirm ist und auch für sehr, sehr wichtig erachtet wird. Hier kann ich quasi auch nochmal einen Aufruf an die Community und an die Vereine starten. Je mehr das auch von außen thematisiert wird, desto schneller sozusagen kommt es und desto wichtiger, oder der Austausch ist eben gerade unglaublich wichtig, jetzt auch für mich zu hören, welche Erfahrungen im Konkreten gemacht worden sind, wie dann die Regelungen im Prinzip auszugestalten sind. Von daher auch da in der Koalition, die sich ja auch so ein bisschen die Digitalisierung auf die Fahnen geschrieben hat, weil natürlich sind wir durch die Corona-Zeit viel, viel weitergekommen. Wir haben ja auch Dinge aufgeholt, die wir vorher versäumt hatten. Das ist ja, es wurde ja wirklich über Jahre ganz, ganz viel verpasst. Da haben wir was durch Übergangsregelungen geschafft und auch eine quasi in der Politik wurde eine Offenheit hergestellt, die in der Bevölkerung in vielen Teilen vorher, glaube ich, auch schon geherrscht hat. Von daher müssen wir gucken, dass wir die Regelungen, die sich einfach als zeitgemäß erwiesen haben, jetzt auch tatsächlich ins Recht gießen. Und da bin ich für alles offen und insbesondere für viele Anregungen dankbar und freue mich natürlich auch, dass das über die Koalition hinweg, sonst aber im Parlament, glaube ich, eine breite Mehrheit findet. Wunderbar, vielen Dank für das. Da würde ich, Jan, wenn ich darf, an der Stelle direkt etwas mahnen wollen. Natürlich hat der Gesetzgeber viele Möglichkeiten, aber Michael Weiß hat es eben schon aufgezeichnet und auch im Beitrag von Benny Volkmann ist das angedeutet worden. Wir müssen uns dringend anschauen, an welchen Maßstab wir rangehen, was die Vereinsgröße angeht. Ich glaube, der Gesetzgeber hätte ein großes Problem, die verpflichtende Möglichkeit zur Online-Mitgliederversammlung im BGB anzuordnen. Das dürfte verfassungswidrig sein, weil es ein ganz erheblicher Autonomieeingriff ist. Das ist auch nicht erforderlich beim Sportverein von Michael Weiß mit den 750 Mitgliedern. Das brauchen wir nicht. Da kommen wir klar mit der Mitgliederversammlung, die wir hybrid veranstalten. Wer sich nicht traut, aufgrund welcher Situation auch immer, der braucht da nicht hinzugehen. Der kann online teilhaben. Alle anderen treffen sich. Und ganz ehrlich, es entspricht ja auch dem Wesen dieser Vereine, dass wir uns da treffen, dass wir uns da in der Versammlung streiten und anschließend beim Bier an der Theke stehen und uns wieder versöhnen. Das will ja ernsthaft keiner abschaffen bei aller sinnvollen Digitalisierung. Wir haben aber auch erfahren, und das ist ein wichtiger Punkt, auf den der Benny Volkmann hingewiesen hat, dass die momentane Rechtslage auch zur Teilhabeverhinderung führen kann, weil, wie wir wissen, bestimmte Interessengruppen dazu übergehen, Präsenzmitgliederveranstaltungen zu kapern, um eigene Interessen durchzusetzen. Das heißt, je nachdem, wie die Interessenlage ist,
werden in manchen Vereinen Interessengruppen immer versuchen, in hoher Präsenzanzahl auf der Mitgliederversammlung zu sein, um eine entsprechende Satzungsermächtigung zu verhindern, um weiterhin bestimmenden Einfluss auf die Willensbildung im Verein zu haben. Und das ist insbesondere eine Problematik bei Großvereinen. Und ich glaube, dass der Gesetzgeber gut beraten wäre, hier eine Größenordnung festzulegen, ab derer der Vorstand oder welches Exekutivorgan auch immer festlegen darf, dass auch eine Mitgliederversammlung immer im Online-Format stattfinden. Werfen wir eine Zahl rein, Jan? Ja. Zahl? Für 100, 500, 1000 Mitglieder? Ja, also mehr als 500 müssten es auf jeden Fall sein. Der Michael Weiß hat gesagt, 750 ist noch ein Dorfverein. Also 1. FC Köln und Bayern München sind auf jeden Fall drin in dieser Regelung. Also ich möchte einmal den Thomas Leppert, der ein Stück weit oben schon wartet, eine ganze Weile und glaube ich auch in die Richtung eine Frage oder eine Anmerkung hat. Lieber Thomas, in welche Richtung geht deine Frage oder Anmerkung? Vielen Dank. Anmerkung vielleicht tatsächlich, dass ich es interessant finde, dass die Online-Variante tatsächlich als Einschränkung von Mitgliedsrechten wahrgenommen wird. Man könnte genauso gut mittlerweile andersrum argumentieren, die Pflicht zur Präsenz ist eine Einschränkung meiner Teilhabemöglichkeit, wenn ich bewegungseingeschränkt bin, wenn ich mir die Fahrt nicht leisten kann, wenn die Zeit nicht da ist. Also man, auch das OZG geht ja davon aus, dass ich schlichtweg die Notwendigkeit habe, auch online staatliche Leistungen beantragen zu können. Warum sollte ich nicht genauso mit derselben Vehemenz behaupten können, ich brauche den Online-Zugang zur Mitgliederversammlung, um meine Mitgliedsrechte wahrnehmen zu können? Da frage ich mich, wann da eigentlich auch eine Uminterpretation stattfindet. Und also eine Verpflichtung, wenn ich das so richtig verstehe, eine Verpflichtung, dass der Verein auch einen Online-Zugang im Rahmen von Mitgliederversammlung anbieten muss. Ehrlicherweise wäre das schon fast die logische Konsequenz, wenn man das so interpretieren würde. Heldenrat ist dafür bekannt, dass wir in der Zivilgesellschaft geradezu eine Pflicht zur Schaffung von erweiterten Teilhabemöglichkeiten sehen, auch im digitalen Weg. Aber die Diskussion will ich hier gar nicht aufmachen. Ich habe nur als Politologe bin ich da immer sehr naiv, eine ganz einfache juristische Frage. Wenn ich das BGB lese, dann steht da ja nur Versammlung. Da steht nicht Versammlung physisch, real. Woraus ergibt sich eigentlich diese Pflicht, dass das oder dieses Verständnis, dass das so sein muss? Ist das Interpretation? Ist das gängige Rechtsprechung? Ist das der alte Palland, der, glaube ich, mittlerweile anders heißt, in den Kommentaren, wo das irgendwelche alten weißen Männer mal interpretiert haben? So. Also was muss eigentlich passieren, damit diese Interpretation, Versammlung ist physisch, weitergefasst wird? Braucht es da wirklich eine schriftliche Festlegung per Gesetz? Oder kann das auch einfach ein Musterverfahren sein, das dann einfach... Wenn ein Politologe in eine Runde von nur Juristen eine juristische Frage stellt, bin ich immer gespannt aufs Ergebnis angesichts der Knappheit der Zeit. Jan, vielleicht eine kurze Antwort dazu. Oder wer hatte sich gemeldet? Michael? Kann auch gern. Also. Michael, kannst du vielleicht kurz was zu sagen? Und dann würde ich Henrik gerne noch die Gelegenheit geben, der uns druckreif den zukünftigen Gesetzestext einmal vorlesen wird. Richtig, Henrik? Wunderbar. Also, dass Versammlung eine Versammlung, physische Versammlung von Menschen ist, das ist in unserer Rechtstradition ganz tief verankert und kommt letzten Endes auch aus der grundgesetzlichen Verbürgung der Versammlungsfreiheit, die nämlich gerade den Menschen die Möglichkeit geben sollte, sich unter freiem Himmel ohne Waffen zu versammeln und für politische Rechte oder für Themen einzustehen und sich dazu zu versammeln. Das heißt, dieser Begriff ist relativ fest und wenn man das jetzt ändern wollte, müsste man, glaube ich, schon ausdrücklich auch sagen, dass es auch etwas Virtuelles sein kann. Ansonsten bin ich ganz bei Ihnen. Ich habe das auch erlebt, dass gerade ältere Menschen eher sich dann virtuell zugeschaltet haben, auch bei Aktiengesellschaften, die gar nicht den Weg sonst auf sich genommen haben. Von daher ist das ein sehr gutes Mechanismus, auch Teilhabe zu ermöglichen. Ich wäre sofort bei der Forderung auch dabei, dass Vereine es auch ermöglichen müssen, virtuelle Zugänge zu schaffen. Ich möchte noch auf einen Punkt wieder hinweisen, wie der Blick ins Aktienrecht. Auch da hat man diesen Blick gesehen, will man dem Vorstand das komplett in die Hand geben, dass der sich die Aktionäre quasi vom Hals halten kann und in den virtuellen Raum umziehen kann. Da hat man jetzt in dem Referentenentwurf eine 5-Jahres-Frist vorgesehen. Das heißt, die Satzung kann nur für 5 Jahre den Vorstand ermächtigen. Dann muss die Mitgliederversammlung wieder neu entscheiden.
vielleicht auch ein Weg, um die Größendiskussion, die sicherlich schwierig ist, was ist die richtige Vereinsgröße, in die richtige Bahn zu lenken. So, Henrik, deine Gelegenheit jetzt dem Gesetzgeber mit an die Hand zu geben, was zukünftig Gesetzgebung sein soll, beziehungsweise deine Wünsche zu äußern, wie die Regelung ausgestaltet sein soll. Also ich lese kurz vor, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des BGB vom 29.03.2022, nein Quatsch, also so nicht. Ich möchte einen Satz noch zu dem, was Jan und Benny gesagt haben, noch mit loswerden, weil ja Frau Eichwede auch darum gebeten hat, Erfahrungen quasi aus unserem Bereich noch mit aufzunehmen. Ich denke, wir stehen hier ganz stark in einem Spannungsverhältnis auf der einen Seite von dem, was Herr Leppert gesagt hat, einen Zwang zu erzeugen, quasi Partizipation zu ermöglichen in größerem Umfang auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber eben die Vereinigungsfreiheit und alle damit einhergehenden Autonomierechte der Vereine nicht zu sehr zu beschneiden. Das heißt, für mich ist es die Lösung, die man im Referentenentwurf für die Aktiengesellschaft gefunden hat, dort reinzuschreiben, virtuelle Versammlungen können stattfinden. Ein guter Mittelweg, weil auf der anderen Seite, Benny hat ja schon gesagt, bei Großvereinen, und das habe ich auch erlebt, ist es ja so, dass die Präsenz tatsächlich eine wichtige Rolle spielt, weil der Begriff Verein, man vereint sich, man trifft sich, man tauscht sich aus, in unserem Umfeld, gerade im Sport, ja auch eine sehr große Bedeutung hat und eine große Rolle spielt. Und deswegen wäre ich nicht dafür, dass man im Gesetz eine Verankerung findet, Vereine zu verpflichten, virtuelle Mitgliederversammlungen durchzuführen oder virtuelle Teilnahmen zu erzwingen und dann im Umkehrschluss vielleicht über 40 BGB mit einer anderweitigen Satzungsregelung den Verein die Möglichkeit zu geben, davon abzuweichen, sondern ich würde es eher andersrum sehen, wie im Referentenentwurf für die Aktiengesellschaft, wie gesagt, dort generell zu sagen, ja, virtuelle Versammlungen sind weiterhin möglich, aber eben den Vereinen und Verbänden die Möglichkeit zu überlassen, das dann selber in ihren Satzungen zu regeln. Bevor wir die Hausaufgaben verteilen, ein Stück weit haben sich ja alle schon ein Stück weit zur Weiterarbeit verpflichtet, wenn ich das so wahrgenommen habe, möchte ich nochmal Benny die Gelegenheit geben, ein Stück weit praktische Probleme von virtuellen Mitgliederversammlungen nochmal hier reinzugeben. Denn nur virtuelle Mitgliederversammlungen zu ermöglichen, wird sie am Ende nicht, wie soll ich sagen, alle Probleme lösen, sondern da stellen sich ja auch ganz andere Fragen, allein der technische Zugang und Ähnliches. Benny, was habt ihr da für Erfahrungen gesammelt? Woran muss man denken, wenn man so eine Regelung aufsetzt? Ja, vielen Dank. Die Gelegenheit würde ich tatsächlich gern noch mal nutzen, weil das Spannungsfeld, was Henrik Pusch gerade beschrieben hat, ist natürlich da. Und ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, es würde den Vereinen helfen, wenn man die Möglichkeit und die Flexibilität, das hat der Michael Weiß vorhin gesagt, schaffen würde im Gesetz, die sowohl den kleinen Vereinen als auch den großen Vereinen ermöglicht, dann so die Versammlung durchzuführen, dass eine möglichst gute Teilhabe, aber auch Debattenkultur stattfinden kann. Ich gebe mal ein Beispiel. Wir haben bei uns, glaube ich, 256.000 stimmberechtigte Mitglieder. Das wäre ja überhaupt nicht möglich, eine Versammlungsstätte in Deutschland zu finden, wo all diese Mitglieder partizipieren könnten und Entscheidungen treffen könnten. Insofern wären wir schon de facto im Moment ausgeschlossen, ein Stück weit. Und ich muss gestehen, Jan, mir war das neu, dass die virtuelle Versammlung laut herrschender Meinung möglich ist, die hybride Versammlung. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Und wenn man dann einsteigt, und das meinte ich vorhin auch mit einer ganzheitlichen Betrachtung auf das Vereinsrecht, kommt man schnell in Probleme, Herausforderungen, die Vereine hatten. Du hast vorhin den 1. FC Köln angesprochen. Die haben, glaube ich, eine digitale Versammlung durchgeführt. Die haben sie um 4 Uhr nachts nach 11 Stunden abgebrochen, ohne einen einzigen Antrag behandelt zu haben, weil sie halt Rederecht einräumen mussten für alle und Chaträume geschaffen haben. Ich habe den Notar bewundert, also wir sind da im guten Austausch unter den Vereinen und besuchen uns auch gegenseitig. Ich bin nach anderthalb Stunden da eingeschlafen, weil dieser Notar hat das halt über Stunden moderiert mit einer Geduld, Respekt, aber das kann ja auch nicht der Weg sein. Das ist ja auch keine echte digitale Teilhabe und da findet auch keine Debatte statt. Also das ist vielleicht jetzt nur ein Beispiel, da können wir, glaube ich, auch viel tiefer noch einsteigen und da einfach auch die Bitte an die Gesetzgeberinnen, die hier in der Runde sind, aber auch das Angebot, da auch mit reinzugehen und die Erfahrung zu teilen, um halt
einen wirklich flexiblen, allen Vereinen gerecht werdenden Entwurf zu schaffen, der aus unserer Sicht dringend notwendig ist, um beispielsweise die Probleme, die ich gerade geschildert habe, so zu lösen, dass sowohl Teilhabe in Präsenz als auch digitale Teilhabe möglich ist und wir hier eine Partizipation auf dann auch einer breiten Masse der Mitglieder schaffen können. Bei unserer letzten Mitgliederversammlung von den 256.000 Mitgliedern waren 780 da, mitten in Corona. Das heißt, wir hatten eine satzungsändernde Mehrheit bei 75%. Es hätten, glaube ich, um die 500 noch was Mitglieder von 300.000 hätten Satzungsänderungen durchbringen können. Und das kann ja eigentlich auch nicht im Sinne. Benni, ich danke dir. Ich glaube, es ist deutlich geworden, dass das Thema virulent ist, nicht nur bei Großvereinen, sondern auch bei kleinen Vereinen, die heute hier ein Stück weit vertreten waren, auch über Henrik, dass der Gesetzgeber da noch tätig werden sollte, die Stiftung gern anbieten kann, auch Formate zu schaffen, wo man sich begegnet und über die Fragestellung auch austauschen kann. Ich kriege nur hier wilde SMS, dass das Programm gleich weitergeht. Möchte an dieser Stelle danken für den Austausch. Wenn jetzt nicht noch eine ganz dringende Wortmeldung vorhanden ist, glaube ich, ist deutlich geworden, dass die Vereine und Verbände aufgerufen sind, Vorschläge zu machen, der Gesetzgeber offen ist, auch überfraktionell das Thema anzugehen. Und wenn wir das schon erreichen konnten, haben wir, glaube ich, heute hier viel erreicht. Und ich darf zurückgeben an meine Kolleginnen und Kollegen vom Digital Social Summit, die uns noch einen Hinweis zum weiteren Programm geben werden. Vielen Dank in die Runde fürs Diskutieren. Danke auch von meiner Seite. War auch für einen Nichtjuristen sehr interessant. Danke auch für deine Frage, Tom. Danke nochmal für den Austausch in die Runde. Tschüss. Vielen Dank.